Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video Julian. Tag. Und ich, der Micha, hallo. Ja, und wir unboxen uns dadurch alle Artikel von Ikoria, Reich der Behemoths. Und jetzt kommt ein totales Highlight. Wir öffnen ein Collector Booster Display. Mit Verlosung, viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, da liegt es schon. Ja, der Release von Ikoria ist ja der 15. Mai. Wir verkürzen euch die Zeit mit vielen Unboxings. Ne, haben da schon das Display geunboxed entsprechend und Pre-Release-Packs und. Ja. Spielen es entsprechend auch. Auf YouTube könnt ihr es sehen und auch auf unserem Twitch-Kanal. Sonntags immer ab 14 Uhr wird da Magic sich duelliert, auch jetzt mit Ikoria. Das Collector Booster Display ist eins der heißesten Artikel schlechthin. Ich finde es super. Aber eben noch ganz schnell zur Verlosung. Ja. Von Dragon Shield könnt ihr gewinnen hier eine Nest 100 Deckbox. So im Drachenschuppen-Design hier in Gelb. Ne? Und da, oh guck mal, da kannst du also entsprechend hier oben dein Deck reinpacken. Du kannst es irgendwie noch hier so ein bisschen verfummeln. Ne? Und du hast hier auch noch Platz für Würfel, Token, sonst kannst du auch rausnehmen. Ne? Ja. Entsprechend, also da nehmt ihr an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert, dann seid ihr entsprechend mit dabei. So, jetzt aber nochmal wieder zum Collector Booster Display. Collector Booster sind extra Booster für Sammler. Die regulären Booster heißen ja mittlerweile Draft Booster. Ja. Und diese Collector Booster sind angefüllt mit Alternativ-Artwork-Karten, sind voller Foils und enthalten auch Karten, die man nicht in Draft-Editionen ziehen kann. Mhm. Wie zum Beispiel hat ja Ikoria Boxtopper. Das seht ihr im Display-Unboxing, dass jedes Booster-Display, wenn es verschweißt ist, eine Extra-Karte eingeschweißt oben drauf haben kann, die aus einem Godzilla-Zyklus stammt, der wiederum 15 Karten umfasst. Das heißt, dass man Rares oder Mythics aus Ikoria im Godzilla-Design wird ziehen können. Diese Collector-Booster haben schon ihren Preis. Die kosten also schon deutlich einen Schlag mehr als die normalen Booster, weil sie halt auch entsprechend nur Sammlerartikel enthalten. Aber du kannst ja auch nicht die Finger von lassen, sagst du. Genau, ich habe mir schon früher so viele davon geholt. Ich finde die einfach so mega cool, weil man einfach so heftig zieht, meiner Meinung nach. Ja, ja. Also, Foil, alles Foil, das ist einfach schön. Ja, ja. Also ist schon sehr speziell. Insofern zelebrieren wir mal ein bisschen das Öffnen. Okay, jeder hat 6 Stück. Ja. Ich fange an? Ja, fängst an. Bin ich mal sehr gespannt. Gut. Ich werde mir die auf jeden Fall auch kaufen. So. So. Geht schon los. So, leider nur englischsprachig, das ist Manko dabei, ne? Deutschsprachig gibt es sie nicht, aber müssen wir das einfach mal durch. So, die Comments überspringen wir mal so ein bisschen, aber wir gehen natürlich entsprechend hier durch. Ne? Schön voll hier. Und ja, es ist halt praktisch komplett ein Artikel, der sich halt an die Sammler richtet. Wenn du sagen kannst, komm, mein Budget gibt es das her, ich möchte einfach ein bisschen spezieller Magic öffnen oder aber auch vielleicht verschenken. Ne? Also freut sich ja definitiv jeder drüber. Es wird ja keinen Magic-Spieler geben, der sagen, wir müssen auch normal nicht verschenken können. Ja. Ne? Also, so, jetzt geht's los. Flawless Manöver. Wieder eine spezielle Symbolkarte. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die herkommt. Commander 20. Ah. Guck mal, das ist eine Karte, die kommt aus Commander 20 entsprechend. If you control a commander, you may cast the spell without paying its mana cost. Creatures you control gain indestructible until the end of turn. Hm. Kannst du also einfach so sprechen. Ne? Also eine Karte, die sonst aus Commander kommt. So. Da sehen wir schon, haben wir jetzt eine Mythic Rare gezogen. Und die ist entsprechend hier randlos. Kindern Border Prodigy für 2/2. Whenever you tap a non-land permanent for mana, add one mana of that type that permanent produced. Und für 7 Mana, look at the top 5 cards of a library. You may put a non-human creature card from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library any random order. Wir haben ja alle Karten nochmal die Rares und Mythics in den News vorgestellt. Ja. Da könnt ihr gerne nochmal unsere Einschätzung euch anschauen. Da ist es dann entsprechend auch in Deutsch.
So. Boah, du legst ja aber schon mal richtig los. Ich leg schon mal gut los. Ne? Ihr könnt ja ein bisschen mitrechnen, wie der Value so ist, aber der erste Booster ist schon mal ist schon mal heftig. Apex of Thunder. Okay, 3-3. Elemental Dinosaurier Katze, Flying First Strike. When this creature mutates, you may cast target non-land card with converted mana cost 3 oder weniger von your graveyard without paying its mana cost. Ich rede schon wieder Denglisch, merkst du? Ja. Und mutieren dann für 6. So, aber es geht ja weiter. Wir haben noch ein bisschen mehr drin. Necropanther, den hatten wir im normalen Booster auch schon geöffnet, aber wir sehen, wir haben diesen Comic-Design-Style entsprechend auch nochmal dabei. Ja. Ja. Wenn er mutiert, bringst du eine Kreatur gerade mit unmittelbarer Mana kosten 3 oder weniger vom Friedhof ins Schlachtfeld zurück. Finde ich auch richtig gute Karte. Mhm. So. Dreamtail Heron. Für 5 Mana 3, 4 Bird mutieren für 4 Flying, wenn es Creature mutates, draw a card. Es macht total Spaß, ne? Da haben wir die Triome, wie Matthias sagt, keine Triumphs, sondern Triome, also Dreifachländer in diesem schönen alternativen Artwork, randlos, wie wir es mögen. So, kommt getappt ins Spielfeld, Cycling für 3, können wir wegcyclen, aber wenn wir es da haben, zählt es, gibt es ein rotes Mana, ein weißes Mana oder schwarzes Mana. Ziemlich hübsch. Noch mehr? Das hört man, geht noch weiter. Oh, Baby Godzilla! Oh, wie süß! Oh, das sieht ja voll cool aus. Das wäre normalerweise der Polybook-Symbiot, aber das ist jetzt entsprechend Baby-Godzilla. Oh, das sieht voll süß aus. Mit dem Glubsch-Augen hier. Ne? Okay, also Ruin Reborn, 2 Mana, das ist der Frosch. Also normalerweise, den regulären Namen haben wir hier oben stehen, ne? Entsprechend. Und das ist jetzt dann die Karte in der Godzilla-Version. Oh, ist ja voll cool, ne? Each creature spell you cast kostet ein weniger, wenn es mutieren hat. Und immer wenn du diesen Kreaturenspruch sprichst, wenn er mutieren hat, ziehst du eine Karte und musst dann eine Karte abwerfen. Ja, voll süß. Zumindest schon mal Baby-Godzilla gezogen. Ja. Und dann haben wir noch mal den Heron in Foil. Voll, auch nochmal in diesem Alternate Artwork. Und ein Beast-Token. Ach, ein Token in Foil ist auch nochmal dabei. So, hat der noch eine Rückseite? Das war, und noch ein doppelseitiger Token. Guck. Ah. Und der Heron ist nicht der. So, also, das war schon mal ein sehr, sehr guter Booster, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. So, bin ich dran. Top das, Junge. Kriechen, pass auf. Top das. So. Ja, erstmal kommen hier die Foil-Kammenkarten. Genau. Ja, mal so schön. Also das kann ich jetzt den ganzen Tag lang. Das kann ich jetzt den ganzen Tag lang machen. Necropanther in Normal. Ja, so wird er normal aussehen. Hatten wir im anderen Booster ja in der Grafikarte. So, hier wieder eine Commander 20 Karte. Also Commander 20 kommt ja mit Ikoria zusammen raus. Twin Champion of Freedom für 4 Mana 3-3. Partner with Silver Devourer of the Free. Also wenn die Karte das Schlachtfeld betritt, Target Player may put Silver into their hand from their library, then shuffle. Also da kannst du entsprechend den Silver dir aus der Library rausholen. Mhm. Partner vielleicht. Zu Beginn, dann ist End Steps, if you attack with this creature, create a 1-1 white human soldier creature token. Ja, okay. Ist schon mal ein Missing, ne? Ja. Schon die erste, ja. So, Lurus the Dream Den, ne? Entsprechende Rare-Karte in wieder einem Alternate Design Borderless Companion. Each permanent card in your starting deck has converted mana 2 oder weniger. Lifelink, Stärke 3, Widerstandskraft 2. During each of your turns, you may cast one permanent spell with converted mana 2 or less from your graveyard. Finde ich auch richtig gut. Okay. Yes, bleibt auch hier Mythic. Rare in Foil. Riel, The Everwise, 0-3, finde ich auch, hatten wir vorher schon drüber gesprochen, eine gute Karte. Ja. Denn sie kommt plus 1 bis 0 für jede Spontanzauber oder Hexereikarte in deinem Friedhof. Und immer wenn du ein oder mehr Karten das erste Mal im Zug abwerfen musst, dann ziehst du so viele Karten. Mhm. Also sprich, du verlierst diese abgeworfenen Karten in dem Fall dann nicht, wenn sie im Spiel ist. Ja. Da hätten wir uns auch schon drüber gefreut. Ja, Trumpeting Gnar, wieder in der Comic-Version. Und immer wenn die Kreatur mutiert, machst du einen 3-3 Beast-Token. Ja. Und ist das selber für 3 Mana 3-3. Ein Starix für 5 Mana 6-6. Elch-Biest mutieren für 6 Mana. Und immer wenn die Kreatur mutiert, exile cards from the top of your library until you exile x permanent cards, where x is the number of times the creature has mutated, puts those permanent cards on the battlefield. Also ne, entsprechend die Karten dann auch direkt ins Spiel bringen. Ja. So, und? Ich lege aber auch richtig hin, ne? Okay, ja, das ist dann
Ja, ist der besser als sein. Ja, das ist, glaube ich, so einfach der. Ich glaube, der ist auch, also der Planeswalker ist super. Ja, der ist echt der Luca, ne, entsprechend hier im Comic Design Art Borderless. Für 5 Mana kommt in 5 Loyalitätsmarken rein. 4+1 Exiles, die obersten 3 Karten der Bibliothek, Kreaturenkarten, die auf diese Weise entfernt wurden, kannst du vom außerhalb sprechen, solange du Luca kontrollierst. Mhm. Für -2 Exile Target musst du eine Kreatur, die du kontrollierst, exilen und dann reveal cards from the top of the library to reveal a creature card. Und dann, sobald du eine mit höheren umgewandelten Mana-Kosten zeigst, die als die andere Kreatur, die du geexilt hast. Ja. Ja. Und die Kreatur bringst du dann aufs Spielfeld und den Rest unter die Bibliothek in zufälliger Reihenfolge. Und für -7 also -2 fällt jetzt auch schon super. Und -7 ist, jede Kreatur, die du kontrollierst, macht Schaden gleich ihrer Stärke zu jedem Gegner. Also das ist nochmal diese Commander Multiplayer Killplay-Talker-Karte. So, es geht noch weiter, ne? Oh, da haben wir, dann haben wir also da wieder eine Karte aus dem Godzilla-Zyklus. Ja. Dann ist dann, glaube ich, immer eine drin anscheinend. Ne? Könnte ich mir vorstellen, denke ich jetzt mal. Dora the Perfect Pet. Das wäre in normal der Sprite Dragon. Ne? Okay. Und ja, dann jetzt hier 1-1 fliegend Haste, whenever you cast a non-creature spell, put a +1/+1 counter on Sprite Dragon. Ah, ich weiß, wie der normal aussieht. Ja, ich weiß es auch. So, und nochmal schick weiter. Chittering Harvester. Der sind voll jetzt, ne? Bewegen ja, der sind voll. Ja. Mutieren für 5, 6 Mana Costa, 4-6, whenever the creature mutates, each opponent sacrifices a creature. Ja, finde ich auch richtig gut. Und da kommt noch ein Beast-Token und auf der anderen Seite in Foil ist ein Human-Soldier-Token. Also, ob wir den Level werden halten können, ich glaube nicht. Das war ja schon, es kann ja nicht jeder Booster so lang. Ist krass, es ist so krass. Einfach nur heftig. Ja, also es soll ja special sein und wir merken, es ist auch special. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gut. Evolving Wilds, auch eine schöne Foil. Auf jeden Fall. So. Ja, also reguläre Foils, wo man sich ja sonst auch drüber freut, aber jetzt einfach nochmal ein bisschen gesteigert. Ne? So, dann haben wir also immer eine Commander-Karte mit dabei. Ja. Für 4 Mana 5-1 Haste. Daring Findbounder attacks each combat if able. Für 2 Mana Exile Daring Findbounder from your graveyard. Put an indestructible counter on target creature. Activate this ability only a time you could cast a sorcery. Okay. Ja, der greift ja einmal an direkt und in der Regel stirbt er dann. Ne? Und dann kannst du aus dem Friedhof dann entsprechend ihn nochmal exilen und kannst nochmal einen Unzerstörbarkeitsmarke legen. Okay. Mhm. So, ein Ultimatum. Hatten wir im Bundle schon drin gehabt. Ne? Aber ist natürlich einfach auch nochmal schick. So gesehen ist einfach special, die Karte nochmal in Borderless zu ziehen. Aber auch wieder eine schöne Karte. Wir suchen 3 Karten, Monocolored Cards mit unterschiedlichen Namen aus unserer Bibliothek. Geht dann, nimmt eine weg und die anderen beiden können wir dann spielen. Ohne die Kosten zu bezahlen. Ja. Können Sie direkt ins Spiel legen. So, Extinction Event. In Foil für 4 Mana. Wähle gerade oder ungerade und immer in exile each creature with converted most of the chosen value. Ja. Ne? Wird also praktisch das dann exiled. So, das ist der fliegende Fuchs. Ja. Der heißt also Vulpikeet. Okay. So. Fuchspapakei. Boneyard Lurker. Ja. Für 4 Mana 4-4, Nachtmar-Beast und wenn die Kreatur mutiert, bringst du eine Permanent Card von der Graveyard auf deine Hand zurück, aus dem Friedhof zurück. Cool auch. Es bleibt. Ach, sag mal. Ich glaube, es sind immer, am Ende ist immer so, bevor das Artwork von Godzilla kommt, immer noch so eine Rare oder Mythic in so einem besonderen Artwork. Ja, also hier haben wir jetzt im zweiten von 3 Planeswalkern gezogen. Ja, ich hoffe, damit liege ich wieder vorne. Narset of Ancient Way. Für 4 Mana, 4 Loyalitätsmarken kommst du rein, 5-1, kriegst du 2 Leben und machst dann blau, rot, weiß oder weiß. Spend this Mana only to cast a non-creature spell. Für -2, draw a card, then you may discard a card. When you discard a non-land card this way, Narset of the Ancient Way deals damage equal to that card's converted mana cost to target creature or planeswalker. Und für -6, you get an emblem with whenever you cast a non-creature spell, this emblem deals 2 damage to any
Target. So. Boah, ich finde, die sieht echt mega cool aus. Ja, ne? Das ist ja halt für Sammler. Heftig. So, und jetzt kommt... Oh, Gott sei Dank. Auch geil. Ich habe Ghidorah gezogen. Ghidorah. Du öffnest aber auch heftig, ne? Ja, okay. Das ist Iluna Apex of Wishes und im Godzilla Cycle in Foil. Voll. Krass, Ghidorah, King of the Cosmos. Ist auch echt mal mega cool. Oh ne? Mein Gott. Ja, für 5 Mana, 6/6, mutieren. Für 5. Flying, trample. Ja. Whenever this creature mutates, exile cards from the top of the library until you exile a non-land permanent card, put that card into the battlefield or into your hand. Ne? Also mutieren und dann entweder ins Schlachtfeld oder auf die Hand nehmen. Krass, einfach krass. Meine Güte. Ja? Ja. Und noch ein Necropanther, den hatten wir ja schon. Ja. Aber in Foil. Ja? Mhm. Auch cool. Und ein Catbird in Foil. Yay! Super. Der war Ghidorah dann richtig gut. Ja, genau. Ja, oder auch nicht. Ja? Aber also schon. Ist mega geil, ne? Kann man mal machen. Ist natürlich auch teuer. So. Ne? Also es kostet halt schon Geld. Ne? Also für viele kleine Kinder habe ich nicht so viel Geld. Ne? Ich spare einfach drauf. Dann kaufe ich mir keine ganz normalen Booster und dann spare ich auf so einen Booster. Schon was bleiben. So, Eon Frohlicker. Frohlicker, keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Ach, so ein Otter ist das. Ja, okay. Für 4 Mana 5/5. Wieder eine Commander-Karte. Flying. When er enters the battlefield, if you cast it, target opponent takes an extra turn after this one. Gibt es dem Gegner einen extra Zug. Okay. Until your next turn, you and planeswalkers you control gain protections from the player. Auch lustig. Du kriegst halt Schutz vor dem, aber gibst ihm extra Zug. Ja. Multiplayer-Karte. Lustig. Okay. Eerie Ultimatum, nochmal wieder schön in Randlos. Ja. Fein. Return any number of permanent cards with different names from your graveyard to the battlefield. Aus dem Friedhof, mit unterschiedlichen Namen, alle ins Spielfeld rein. Bam. Ja. Super starke Ultimatum. Ist voll jetzt, ne? Ja, das ist voll und randlose Karte. Ja. Mythos of Netrui. Also wie die Mythen so spielerisch sind, weiß ich nicht, aber es ist halt einfach eine coole Storykarte auch oder anscheinend auch ans Multiplayer-Format nochmal gekoppelt. Für 3 Mana Instant Destroy Target Non-Land Permanent if it's a creature or wenn grün-weiß bezahlt wurde, um diesen Spruch zu sprechen. Dann kann es halt wer aus Gott was sein. Ein Nicht-Land Permanent. So. Archipelagor für 7 Mana 7/7, mutieren, Leviathan, mutieren für 6. Whenever this creature mutates, tap up to X target creatures, where X is the number of times a creature has mutated. Those creatures don't untap during their controller's next answer. Das ist auch eine lustige Multiplayer-Karte, sonst 7 Mana 7/7 ist natürlich auch sehr teuer. Aber ich mag diesen Comic-Style. So. Ja, also sieht Kevin, geil aus. Kevin Whisperer, 5 Mana, 4/4, Nightmare, mutieren für 4, Menace als Bedrohlichkeit. When this creature mutates, each opponent discards a card. Jetzt mal gucken, was jetzt. Mach it. Cup Warden für 4 Mana, 3/5, Katze, mutieren für 4, Lifelink. Whenever this creature mutates, creates 2/1/1 Cat Tokens with Lifelink. Auch ein cooles Artwork, ne? Ja. Jetzt kommt Godzilla-Karte. Muss man halt drauf stehen, aber ist natürlich cool. Voll Godzilla-Karte. Space Godzilla Death Corona. Und da ist nochmal die Sache. Ich weiß nicht, ob die den in der englischen Variante jetzt auch umbenennen. Ja. Ne? Aber das ist ja der Corona-Godzilla, der vielleicht im ersten Print-Run, also ich glaube, im Nachgang irgendwie haben sie es nachher umbenannt, aber im ersten Print-Run kann man halt den Godzilla in der Todes-Corona in der Death Corona so gesehen ziehen. Super. Das heißt, irgendwie diese Karte wird, weil der Druck da nochmal geändert wurde, ist sie einfach nochmal wieder seltener, weil es die nur in der ersten Auflage praktisch gibt. Hm. Und du hast sie gezogen, Bruder. Krass, ja. So. Sieht voll cool aus. So richtig realistisch. Das ist schon richtig. Ja, die ist auch voll, ne? Bewegst du mal. Acht Mana. Okay, und sonst ist es der Void Beckoner. Ah, ich weiß, was es ist. Ist aber nur Ankamen, sind nicht spannend. Ja. Aber ist ja egal, ne? Ja. So, 8/8, Nachtmare Horror, Todesberührung, Cycling für 3. When you cycle Void Beckoner, put a Death Touch Counter on target creature you control. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja. So, und dann haben wir hier noch. Oh.
Hai. Pouncing Shore Shark. Ja, ein Foil Hai. Auch ja. Also ist schon, ja. 4-3 für 5 Mana. Mutate für 4 Flash. When this creature mutates, you may return target creature an opponent controls to its owner's hand. Ja. Mhm. Und noch ein Shark. Hai. Ja, Klinger Shark und ein Human. Mensch. Oh, ja. Die sind so geil, die Booster. Ist schon sehr special. Ja, ja. Muss man sagen. Einfach nur richtig cool. So. Das ist jetzt mein dritter Booster, ne? Ja. Ja. Dritter Booster. Ich komm schon ganz durcheinander hier. Okay. Jetzt geht's ab. Auch eine Mythic. So, Haldan Avid Arcanist. Wieder eine Commander-Karte. Also ist da definitiv eine Commander. Partnerfähigkeit mit Paco. Arcane Retriever, die man sich dann raussuchen kann. Für 3 Mana 1-4. You may play non-creature cards from exile with fetch counters on them, if you exile them. And you may spend mana as though it were mana of any color to cast those spells. Was sind ein fetch counter? Ja, die wird man in Commander irgendwie drin haben. Entsprechend. Okay. Mythos of Brokkos. Ja. Ne? Der sieht so richtig schön felsig aus. Für 4 Mana Sorcery, wenn schwarz-blau was is spent to cast a spell, search your library for a card, put that card into the graveyard, then shuffle your library. Ansonsten, wenn er ganz normal irgendwie so ohne blau-schwarz gecast wurde, return up to 2 permanent cards from your graveyard to your hand. Mhm. So, weiter. Dranit Magistrat. Okay. Haben auch schon ein paar Mal geöffnet, ne? Für 2 Mana 1-3. Deine Gegner können keine Sprüche von irgendwo außer aus ihrer Hand sprechen. Macht also entsprechend den Tieros-Friedhof zu. Ja. Migratory Greathorn für 4 Mana 3-4 Beast. Mutieren für 3. When this creature mutates, search your library for a basic land card, put it on the battlefield tapped, then shuffle your library. Jetzt wird es wieder spannend. Wird es jetzt spannend? Nee, erst nächste. Okay, Cloud Piercer für 5 Mana 5-4. Mutate für 4. Reach, when this creature mutates, you may discard a card if you do draw a card. So, jetzt wird es spannend. Ja. Sea Dasher Octopus. Die Karte finde ich auch richtig cool. Der Octopus. Als ja, Karte, die kann so, ziemlich stark sein. Ich meine, es ist so ein lustiges Artwork so. Aber ja, für 3 Mana 2-2. Mutieren für 2, er hat Aufblitzen und whenever this creature deals combat damage to a player, draw a card. Also der hat einfach ein sehr günstiges Mutieren auch. Muss du einfach auf eine Kreatur machen, die unblockbar ist. Zum Beispiel. Ist das ziemlich stark. Ne? Ja. So, der Octopus und wir haben noch ich ziehe immer schön die Rares, ne? Also wir haben auf jeden Fall eine Godzilla-Style-Karte immer drin. Ja, genau. Der ist aber jetzt nicht voll. Der ist randlos, aber nicht voll. Gigan Cyberclaw-Terror. Wäre sonst Griuda Doom of Deaths. 6 Mana. Demon Kraken 6-6 Companion. Your starting deck contains only cards with even converted mana costs. When Griuda enters the battlefield, each player puts the top 4 cards of the library into your graveyard. Put a creature card with an even converted mana cost from among these cards onto the battlefield under your control. Ich weiß auf jeden Fall, welche Karte ist das. Ja. Ist cool. Noch ein Cloud Piercer. Ja. Diesmal in voll. Und ein Dinosaurier-Token und ein Human Soldier. Also ich stehe ja auf den Godzilla-Zyklus, muss ich sagen. Ja, sowas von. Also den findet jeder geil. Findet den schon cool, ja. Jeder findet den cool. Ja. So. Du als Fortnite-Suchter sagst ja immer, du findest es ja auch cool, wenn auf einmal dann irgendwie Thanos in Fortnite auftaucht und sonst irgendwas. Ja, ne? Genau. Und wenn jetzt Godzilla in Magic auftaucht, sagst du auch geil, ne? Ja, auf jeden Fall. ist ja nicht regulär, ist ja nur in solchen Sammlersachen. Okay. Ja. Avenging Handbonder für 5 Mana 3-3, Double Strike. When Avenging Handbonder attacks, put a double strike counter on another target attacking creature. Den finde ich gut. Also double strike, nochmal ganz kurz erklärt, ist ja praktisch ist halt auf Deutsch Doppelschlag. Das heißt, er macht erst den Erstschlag Schaden und dann nochmal den normalen Schaden hinterher. Also sprich, wenn du beide kämpfst, siehst du, fange ich schon mal an, schlag dich schon mal für 3. Ja, ne? Dann schlagen wir uns nochmal beide gleichzeitig für 3, falls du nicht bei 3 schon tot bist. Ja. Inspired Ultimatum, ne? Ja. Inspired Ultimatum, Target Player gains 5 life, Inspired Ultimatum deals 5 damage to any target, then you draw 5 cards. Draw 5 cards ist natürlich auch gut und ein schöner Bonus mit dabei. Sehr speziell, aber ja. So soll es ja ein Doppel-Ultimatum. Hätte es mal nicht gesagt, aber das ist ein Voll und vielleicht auch nochmal besser. Destroy all non-land permanents your opponents controlled. Also bis auf Länder alles weg, stark, was alle Gegner kontrollieren und du behältst alles, was du hast. So, Majestätik Auricorn für 5 Mana 4-4. Ein Einhorn
Mutieren für 4 Vigilance. Whenever this creature mutates, you gain 4 life. Dreamtail Heron für 5 Mana, 3, 4. Hatten wir schon gehabt? Ja. Okay, dann weiter. Ein Triom. Ah, sieht auch wieder richtig schön aus, ne? Wir haben ja 5 Länder entsprechend, also 5 Dreifachländer so gesehen in Ikoria. Und die können wir hier entsprechend immer in diesem Alternate-Design nochmal ziehen. Ja, und das kommt als gesamtes Spiel, ne? Cycling 3 haben sie ja entsprechend alle. Und dieses Land gibt uns dann weiß, schwarz oder grünes Mana. So, jetzt die Godzilla-Karte. Ja. Ghidorah. Oh, nochmal Ghidorah. Nochmal Ghidorah, aber nicht in voll. Nicht in voll. Nicht in voll, aber trotzdem gut. Ja. Ein Cup worden, hatten wir schon. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Aber das ist mein voll. Das ist voll. Und eine Katze. Oh, in Lifelink. Mensch. So, sind wir auf der Hälfte. Jetzt kommt mein 4. Booster. Aber das ist ja eigentlich alle Booster waren eigentlich gut, ne? Ja, natürlich. Also einen richtig schlechten kriegst du auch selten. Da musst du wirklich schon Pech haben. So, ne? Also kann natürlich auch passieren, aber wir werden sehen, wir werden sehen. So. Also ich habe mir das jetzt früher in den alten Sets auch welche geholt. Da hatte ich zum Beispiel immer richtig Pech. Ja. Von der Kamera immer gut, aber dann zu Hause immer Pech. So. Das kann man sehen. So, Cryptic Trilobit. Cryptic Trilobit enters the battlefield with X plus 1 plus 1 Counter. Also wenn wir 2 bezahlen, dann hat er nur 1 plus 1 plus 1 Counter. Remove a plus 1 plus 1 Counter vom Cryptic Trilobit. Dann kriegst du aber 2 farblose Mana. Die Mana darfst du nur benutzen, um aktivierte Fähigkeiten zu pushen. Und für 1 Mana und Tappen legst du 1 plus 1 plus 1 Counter um den Cryptic Trilobiten. Okay. Ja. Luki, der Power Otter. Ja. Für 3 Mana, 3-2. Companion, each non-land card in your starting deck has a different name. Das ist ja für Commander die Karte. Ja. Du, der war für Commander jetzt schon gebannt. Ja, der was, ist ne? für Commander schon direkt gebannt. Ja. Flash. Wenn Lutri the Spellcaster enters the battlefield, if you cast it, copy target instant or sorcery spell you control, you may choose new targets for the copy. Ultimatum in voll. Genesis Ultimatum. Look at the top 5 cards of your library. Put any number of permanent cards from among them into the battlefield and the rest into your hand. Exile Genesis Ultimatum. Da ist nochmal der Fuchs. Den hatten wir jetzt einmal in normalen Booster und jetzt nochmal den so. Bonyard Lurker hatten wir jetzt wieder. Hatten wir auch schon. Ja. Dirge Bat. Ach, für 4 Mana 3-3 Flying. Whenever this creature mutates, destroy target creature or planeswalker and opponent controls. Mutate allerdings für 6. Ist ja dann. Ah. Man mutiert sie mit einer anderen Karte. Godzilla-Karte? Und. Oh, voll. In Foil. Destoroyah. Perfect Lifeform. Das wäre der Phönix. Stimmt, Das wäre der Phönix, okay. Ne, der Everquill Phoenix. Jetzt ist das ein Drache. Jetzt ist das natürlich, ja, ich meine, hier ist Drachen natürlich Phoenix, immer noch Phoenix, ja. Hat ja nun anderen, ist da praktisch die Karte aus der Sonderedition in voll. Ja. Ich finde es cool, dass du sie in Alternate haben kannst, aber nochmal in Alternate voll. Ja, das ist super. Das ist nochmal heftiger, so nach dem Motto. Das lohnt sich einfach, Black Dogs, das ist super. Ja, 4 Mana, 4-4, mutieren für 4, flying, wenn this creature mutates, create a red artifact creature token namens Feather with farbloses Mana, sacrifice Feather, return target Phoenix card from the graveyard to the battlefield, tapped. Ja. Es macht natürlich schon mehr Spaß, die Variante zu spielen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Fall. Ich will natürlich auch, wenn ich ihn hätte, dann immer sofort klar, hau den da rein, hau ihn rein. Und das hat den Feather Token noch in voll, das passt doch. Ja. So, Junge. Wir sind über die Halbzeit. 12 Booster sind ja nur im Display drin. Ne, aber es macht schon Spaß. Also es ist für eine tolle Sache, kann man sich mal gönnen. Und einfach, oder wenn es ein Geschenk halt sein soll, freut sich für dich jeder drüber. So, da haben wir wieder die Commander-Karte. Selective Adaption für 6 Mana. Sorcery. Reveal the top 7 cards of your library. Choose from among them a card with flying, a card with first strike, and so on for double strike, death touch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, trample, and vigilance. Put one of the chosen cards onto the battlefield, the other chosen cards into your hand, and the rest into your graveyard. Ja, also du kannst richtig Glück haben, wenn du entsprechend verschiedene Fähigkeiten auf den Karten hast. Ne? Ja. So. Giganta the Wellspring. Für 5 Mana, 5-5er Elemental Elk mit Companion. No card in your starting hand has more than one of the same Mana Symbol in its Mana Cost. Also nur ein rotes, ein grünes oder so weiter. Und für Tappen bekommen wir ein Mana jeder Farbe. Und this Mana can't be spent to pay generic Mana Cost. Also man kann damit nicht farblose Mana bezahlen. Crystalline Giant für 3 Mana, 3-3.
Stimmt. Zu Beginn deiner Combat Phase, choose a kind of counter at random that crystalline, that crystalline giant doesn't have on it from among flying, first strike, death touch, hexproof, lifelink, menace, reach, trample, vigilance, and plus one, plus one, put a counter on that kind of crystalline giant. Ja. Ich weiß gar nicht, ob auf der deutschen Karte auch zufällig stand. Ja, doch. Ja, okay. Mhm. Gut. Der Heron, ja, nochmal. Haben wir schon. Haben wir auch schon. Und? Ein Trio nochmal. Haben wir auch schon. Ja. Und? Das ist ein anderes, glaube ich. Und, ja, und in voll auf jeden Fall. Okay, Angurius Armored Killer. Das ist der Geno-Razor in regulär. Für 4 Mana 4-4. Reach Trample, when this creature mutates, destroy target, artifact or enchantment in opponent controls. Okay. Das ist das Kristall-Ding da. Okay. Wenn weißt du es hast. Wenn du, ich weiß nicht, ich sehe nur den Armored Killer. Ja, okay. Und die Säule. Ja. Ja, wir haben ja direkt am Anfang schon direkt mega geöffnet. Ja. Ne, muss man ja mal sagen. Also, so, vorletzter Booster bei mir. Ich habe auch noch zwei. Mhm. Schauen wir ein bisschen anöffnen hier. Ja, die Booster sind einfach super, ne? Da ist so viel Value drin. Frontier Warmonger für 4 Mana 4-4. Whenever one or more creatures attack one of your opponents or a planeswalker they control, those creatures gain menace until end of turn. Ja, dann kriegen die Kreaturen entsprechend immer dann Bedrohlichkeit, ja. Kahera, the Orphan Guard für 3 Mana 3-2. Companion, each creature card in your starting deck is a cat, elemental, nightmare, dinosaur or beast card. Vigilance, each other creature you control that's a cat, elemental, nightmare, dinosaur or beast gets plus one in Vigilance. Ich finde den schön. Ja, den mag ich auch. Ja. Da ist der Great Shark, auch den finde ich gut. Muss ich sagen. Ja. Für 5 Mana 5-4 Flash, when Voracious Great Shark enters the battlefield, counter target artifact or creature spell. Mhm. Great one. Poco Parrot, das ist ja, okay, für 4 Mana 3-4, mutieren für 3 und tappen this creature deals x damage to any target, where x is the number of times this creature has mutated. So. Und ein Triom wieder. Auch schön. Ja. Ja. So, jetzt kommt Godzilla-Karte, ne? Ja. Godzilla, Prime Evil Champion. Und das ist der Titaneth Rex. Okay, den hatten wir, glaube ich, vorher, ne? Für 9 Mana, 11-11. Trampeln, cyclen für 2. When you cycle, Titaneth Rex, put a trample counter on target creature you control. Mhm. Sieht auch cool aus. Und ein Leosaur. Und eine Katze. So. Wir müssen noch eine Vivian öffnen hier. Mhm. Ah, ist einfach mega cool. Ja, wir haben ja schon wirklich coole Sachen auch geöffnet. Wir haben auch schon mehr Produkte aufgemacht. Also, Mind Leecher für 6 Mana 5-5 Flying. Whenever this creature mutates, exile the top card of each opponent's library face down. You may look at that, you may look and play those cards as long as they remain exiled und mutieren für 5. Den finde ich auch gut. Okay. Aber es ist halt eine Multiplayer-Karte, ne? Die kostet halt auch natürlich viel Mana. Crystalline Giant hatten wir gerade schon mal. So entsprechend jetzt hier in Borderless. Titan's Nest. In Foil. Verzauberung. At the beginning of your upkeep, look at the top card of your library. You may put that card into your graveyard. Exile a card from your graveyard, add farbloses Mana, spend this Mana only to cast a colored spell without X in its Mana Cost. Mhm. So, dann haben wir Majestic Auricorn, okay. Ja. Den Heron wieder, den haben wir bisher am öftesten gezogen. Baummonster. Brokkos Apex of Forever. Mythic Rare. Sieht auch geil aus. Nightmare Beast Elemental. You may cast Brokkos from your graveyard using its mutate ability. Da kannst du den immer wieder aus dem Friedhof spielen. Den kannst du einfach immer mit der Mutate-Fähigkeit wieder spielen, ja. Interessante Sache. Okay. Gut. Und nochmal Space Godzilla Death Corona. War das jetzt gerade der andere? Auch doch, da war auch Space Godzilla, ne? Ja. Ja, okay. Haben wir jetzt schon zum zweiten Mal. Okay, Void Beckoner, Death Touch, when you cycle, put a Death Touch. Ja, okay, ja, richtig. Hm, genau.
Glowstone Recluse in Foil. Hm. Für 3 Mana 2/3, mutieren für 4. Reach, whenever this creature mutates, put 2/1+1 counters on it, ja? Hm, nicht schlecht. Hm. Und nochmal Beast. Mensch. Okay. Letzter. Ich habe auch noch einen hier. Ja, ja. Wuhu. Spannend. Aber ich kann bis hierhin schon sagen, schön war's. Ja, war richtig cool. So. Aber ich bin auch schon zufrieden. Ja. Also, auch wenn es jetzt stark anfing und dann ein bisschen nachgelassen hat. Also, mein. Ich habe aber besser geöffnet als du. Sehe ich nicht so. Bist du nicht so? Nee, sehe ich nicht so. Nicht ansatzweise. Wir legen das nachher nochmal auseinander. Ja. Außerdem geht es ja immer bis zum letzten Booster. So. Und da kam auch nur. Predatory Impetus für 5 Mana. Enchant Creature. Enchant Creature gets +3/+3 and must be blocked if able and it's goaded. It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able. Ja, okay. Also, muss halt einen entsprechenden Spieler mal angreifen. Das ist ja unser Ultimatum. Ne, wobei ich das ja auch nochmal richtig schick finde. Ja. Mythos of Vadrok. Für 4 Mana Sorcery, deals 5 Damage divided as you choose among any number of target creatures and or planeswalkers. Wenn wir weißes, blaues Mana mit ausgegeben haben, until your next turn, those permanents can't attack or block and their activated abilities can't be activated. Mhm. Insatiable Hemophage für 4 Mana 3/3 Nightmare Mutate. Hatten wir nicht schon mal? Nee. Whenever this creature... So krass. Das ganz komisch aus. Whenever this creature mutates, each upon loses X life and you gain X life, where X is the number of times this creature has mutated. Kriegst du Angst bei dem Bild hier. Aber es ist ja auch ein Nachtmar, ne? Ja. So, Cloudpiercer, haben wir schon. Und? Triome, also Triome ziehen wir relativ oft. Ja, die sind ja auch super. Ja, ja, aber ist also, gut. Die sind, ne? Okay, so. Und? Ah, den Destroyer nochmal. Mhm. Was ja in Rare auch der Phoenix ist. Ist ja keine Uncommon-Karte jetzt. Also es war jetzt nochmal ein Rare-Slot. Ja. Jetzt nicht in Foil, aber ne? Ja. Und nochmal den Heron, den wir uns sehr am öftesten hatten. Und nochmal ein Dinosaurier-Trampel. So muss ich jetzt hier nochmal richtig... Mach es, Junge. Nochmal richtig krass öffnen, ne? So. Und... Twinning Stuff für 3 Mana Artefakt. If you would copy a spell one or more times, instead copy that many times plus an additional time. You may choose new targets for the additional copy. Für 7 Mana copy target instant or sorcery spell you control. You may choose new targets for the copy. Das ist der Copy-Copy-Raum. Ja, genau. Copy-Copy. Yidaro, Wandering Monster. Für 7 Mana 8/8er. Trample Haste, Cycling für 2. Und when you cycle Yidari Wandering Monster, shuffle it into your library from your graveyard. If you cycle the card name Yidari Monster 4 or more times this game, put it into the battlefield from your graveyard instead. Dann darf er also direkt ins Spiel kommen. Das ist doch nochmal eine Karte zum Godzilla-Zyklus, oder nicht? Also dieser Titanen-Affe. So jetzt nicht, aber den gibt's, glaube ich, auch im Zyklus. Ja, okay. Für 6 Mana, 7/6er legendärer Affe. Wenn Kogla Titan Ape enters the battlefield, it fights up to one target creature you don't control. Whenever Kogla attacks, destroy target artifact or enchantment defending player controls. Und für 2 Mana return target human you control to its owner's hand. Kogla remains indestructible until end of turn. Ja. In dieser Verbindung, dass Menschen mit Monstern zusammenkämpfen, finde ich auch wieder sehr interessant. Mhm. Den Whisperer hatten wir, glaube ich, schon, ja. Ja. Den aber noch nicht. Chittering Harps, ja, okay. Ganz oft hier. Und? Ein Trio? Nochmal ein Trio. Es sind echt viele Trio. Und? Oh. Briolante Plan-Beast-Form. Was sonst wäre Netroi Apex of Death. Also da entsprechend nochmal eine Karte des Godzilla-Zyklus für 5 Mana 5/5. Death Touch eine Mythic. Ja. Death Touch Lifelink. Whenever this creature mutates, return any number of target creature cards with total power 10 or less from your graveyard to the battlefield. Ja. Ist stark. Ja. Ist ja so ein Godzilla-Gegenspieler. Ja. Dann. Was sind hier? Gibt's Heron? Ja, Heron und eine Katze. Mensch. Ja. Okay. Gut. Das krass. Zu den Collector-Boostern.
man muss ein bisschen auf Godzilla stehen. Ja. Finde ich. Ne? Das stimmt. Aber dann ist es schon. Ja, es ist mega. Dann ist es schon super. Wirklich. Dann ist es wirklich schon mega. Ja. Und ihr seht ja auch entsprechend, wie viele Karten an Rares oder Mythics entsprechend drin sind. Ja. Also mega viel. Es ist ein spezielles Produkt. Ja. Aber es ist mega cool. Wenn man da einen Hang zu was Speziellem hat oder so, sich auch mal sonst irgendwie Collectors Editions holt oder so, dann finde ich, das haben sie schon sehr cool hingekriegt. Ja, auf jeden Fall. Ja, schreibt mal eure Kommentare in die Kommentare. Ja. Ne, und gebt gerne dem Kanal ein Abo, lasst ein Like, dann seid ihr bei Verlosungen mit dabei. Und wir sind gespannt, wie eure Meinungen zu den Collector Boostern sind. Ja, und ansonsten bleibt gesund. Wir wünschen euch viel Spaß in Magic the Gathering. Ja, und sehen uns im nächsten Video. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.